heutiger Gast ist Intensivpfleger und hat in den vergangenen 2 Jahren so viel gearbeitet wie noch nie zuvor. Und er wurde so viel angefeindet wie noch nie zuvor. Warum Krankenpfleger trotzdem immer noch sein Traumberuf ist, das erzählt er mir heute Morgen. Schönen guten Morgen, Ricardo Lange. Hi. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich weiß gleich ein großes Fass, aber wo ist das Problem mit der Pflege in Deutschland? Das Problem ist, dass die Pflege nicht so eine Lobby hat, weil Gesundheit ist zwar unser höchstes Gut, das Unwiederbringlichste, was wir haben. Das wird den Menschen aber immer erst bewusst, wenn das Ganze in Gefahr ist. Und so wie bei Corona hat man ja gesehen, da wurde geklatscht, es wurde Wertschätzung von der Politik geäußert zumindest. Aber immer wenn die Fallzahlen sinken, lässt das Ganze auch wieder nach und unser Problem gerät in Vergessenheit. Dröseln wir das mal ein bisschen auf. Ne? Also einmal im Kopf, wie lange bist du schon Pfleger? Fast 12 Jahre jetzt. Fast 12 Jahre, also schon 10 Jahre vor Corona. Ne? Mhm. Was waren da die Missstände, die dir aufgefallen sind? Was war da erstmal das Kernproblem? Das Problem ist der Personalmangel. Also wir haben zu wenig Personal bei zu vielen Patienten. Heißt also, wir müssen unsere Patienten aufteilen. Also eine Pflegekraft muss mehr Patienten betreuen, als wie eigentlich vorgesehen ist. Und das führt eben dazu, dass die Patienten nicht mehr ausreichend versorgt sind. Also die müssen eben länger mal auf eine Schmerztablette warten. Oder es gibt halt auch Patienten, die liegen dann halt in den eigenen Ausscheidungen, eben mal eine längere Zeit, weil keiner da ist. Und es passieren eben auch Notfälle, weil eben nicht genug Pflegepersonal vor Ort ist und manche Dinge eben zu spät erst erkannt werden. Und das ist das Problem. Und das hat sich in den letzten Jahren immer ja, vermehrt, sage ich mal, dieses Problem. Und Corona ist uns dann dermaßen auf die Füße gefallen. Und dann war natürlich das Geschrei groß, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Wir haben ja keine Pflegekräfte, aber das war ja den Jahren zuvor schon ein Riesenproblem. Du bist Intensivpfleger. Ne? Wie viele Menschen musst du betreuen? Also normalerweise ist vorgesehen, dass eine Intensivpflegekraft 2 Patienten betreut. Also mit Beatmung, Dialyse, mit allen möglichen Medikamenten und so weiter. Die Realität sieht aber so aus, dass wir 3 bis 4 Patienten betreuen, eben mit Dialysen, mit Beatmungsgeräten. Und das ist halt das Problem, was wir haben. Ja. Gerade in der Intensivpflege geht es ja, also es geht ja in echt um alles. Es geht tatsächlich um Leben und Tod ganz häufig. Ja, das ist auch leider der Politik nicht bewusst, sonst würde sich ja was ändern. Ne? Also man will ja immer die Patienten und die Bewohner und so weiter schützen, macht aber nichts dafür. Und wie gesagt, es gibt wirklich einen Haufen Situationen, wo Patienten in lebensbedrohliche Situationen rutschen, weil kein Personal da ist. Also wir hatten schon oft, dass ein Patient reanimationspflichtig geworden ist, weil er irgendein Problem hatte, was aber nicht gleich erkannt wurde, weil eben alle Pflegekräfte an irgendwelchen Patienten beschäftigt waren. Gerade in der Corona-Pandemie, wo alle Türen zu sind, passiert sowas ganz schnell mal. Was hat sich in der Pandemie verändert für dich? Naja, also die Arbeitsbelastung ist natürlich noch ein Stück weit mehr geworden, weil man ja nicht nur diese ganzen Patienten betreuen muss, sondern es ist ja auch ein hohes Infektionsrisiko. Deswegen mussten wir uns ja ständig einkitteln. Also man hat so eine Plasterschürze an komplett, man hat einen Mundschutz, man hat ein Visier auf, Handschuhe, Haube. Und das Ganze erschwert die Arbeit noch, weil man natürlich extrem darunter schwitzt. Also man ist wirklich bis auf den Schlipper durchnässt. Und dann bist du da 5, 6 Stunden manchmal teilweise ohne Pause in dem Zimmer, wenn du Pech hast. Und wenn du dann rauskommst, ist alles nass, dann ziehst du dich aus. Dann fängst du an zu frieren, weil natürlich die Feuchtigkeit ja die Wärme entzieht. So, und dann bist du wieder einigermaßen akklimatisiert. Dann musst du schon wieder ins Zimmer, schwitzt wieder und es geht die ganze Zeit so. Und man muss auch dazu sagen, dass viele Patienten nicht so gerade leicht sind. Also es gibt viele übergewichtige Patienten, die du ja dann... Gerade auch Corona-bedingt? Also ist das deine Erfahrung? Nö, also generell. Also, okay. Ja, also natürlich haben Menschen, die gesundheitliche Vorerkrankungen haben, natürlich ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf an Corona zu kriegen. Und dementsprechend liegen diese natürlich auch vermehrt auf den Stationen. Ja, und die müssen ja dann gehandelt werden. Und wenn zu wenig Personal da ist und du eine Lagerung machen musst, wo du eigentlich 2, 3 Leute brauchst, musst du dann alleine machen, wo du dann am Bett da mit dem Laken versuchst, den da hochzuziehen und so. Das geht schon auf die Substanz, ja. Wenn wir uns zurückerinnern, da gab es verschiedene gleichzeitige Dinge, die passiert sind. Ne? Auf einmal waren wir mit einer Pandemie konfrontiert, dann mussten viele Menschen ins Krankenhaus, ne? Die Intensivstationen waren auf einmal voll. Wie geht es einem als Intensivpfleger, wenn du direkt vor dieser Aufgabe stehst? Also erstmal, das ist immer ein Problem, die Intensivstationen waren vorher schon voll. Ja. Ne? Die Patienten, die durch Corona dazukommen, sind ja on top dazugekommen. Deswegen wurden alle anderen Patienten in, ich sag jetzt mal, provisorischen Intensivstationen ausgelagert. Und ja, wie geht man damit um? Man muss halt gucken, wie man seine Arbeit schafft. Man muss gucken, wie man den ganzen Herr wird. Und das Problem ist ja, dass ja selber auch viele Kollegen, es waren ja eh schon zu wenig da, dann sind Kollegen noch krank geworden, die sind dann auch noch weggefallen. Manche Kollegen waren so vorerkrankt, die hatten dann irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die dann
abgezogen wurden, die dann anders eingesetzt wurden, die wurden aber nicht nachbesetzt. Und dann stehst du da und hast die Verantwortung für 3 oder 4 Menschenleben in einer Schicht und überlegst dir, was machst du zuerst? Welcher Patient braucht zuerst deine Hilfe? Welcher kann noch ein bisschen länger warten? Und manchmal brauchen alle deine Hilfe sofort und du kannst sie ja nicht teilen. Dann hast du manchmal wirklich den Kopf so voll und gehst mit einem richtigen beschissenen Gefühl nach Hause, weil du ja, du machst den Job ja, um den Menschen gerecht zu werden. Und wenn du das nicht mehr schaffst, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, dann ist das schon echt ein beschissenes Gefühl. Hm. Wie geht man damit um? Wie gehst du damit um? Naja, man versucht sich immer damit zu trösten, dass man ja für die Bedingungen nichts kann. Man versucht sich abzulenken, aber gerade in Corona war das ja auch schwierig. Man durfte ja nun schon mal hin, man, ein bisschen spazieren gehen konnte man, aber so was so den Alltag ausmachte, so wie Kino, Sport, war ja nicht mehr möglich. Und von daher war es dann irgendwann nicht mehr ausreichend möglich, den Akku aufzuladen. Das war dann immer schwieriger. Also irgendwann konnte man damit gar nicht mehr zurechtkommen. Aber dann passierten so verschiedene Dinge noch gleichzeitig. Ne? In diesen ersten Wochen, ich weiß nicht, du wirst dich besser erinnern als ich. Ich stand, also 3 Wochen lang stand ich jeden Tag am Fenster, habe mit meiner Familie geklatscht, ne, um 8, so wie viele andere auch in meiner Straße und in meinem Freundeskreis. Und dann ging so was Doofes los. Dann wurde das eine, also das Klatschen aus der Zivilgesellschaft, wurde ins Verhältnis gesetzt zu, wir müssen aber besser bezahlt werden. Das eine hat mit dem anderen aber ja nichts zu tun. Ne? Wie ging dir das, als du feststellst, cool, es gibt so eine Solidarität, aber die Politik lernt eigentlich nichts daraus? Also ich war am Anfang echt sauer über diese Klatscherei. Nicht wegen des Klatschens wegen, sondern im gleichen Atemzug hat man bei uns auf den Intensivstationen Masken geklaut. Man hat Desinfektionsmittel geleert, hat Wasser reingefüllt, damit wir nicht gleich merken, welche Angehörigen es waren. Sogar bei Kinderkrebsstationen ist das passiert. Und dann kommst du nach Hause, die Leute klatschen und man macht ja immer den Fehler, man pauschalisiert. Mhm. Man alle Angehörigen, die ins Krankenhaus kommen, klauen dann Masken, ist ja klar. Heute weiß ich, dass es nicht so ist und diese Gedankengänge tut mir leid, aber damals war ich echt angepisst und echt genervt. Und dann kommst, willst du einkaufen gehen, es war nichts mehr da, es war schon echt blöd. Und die Politik hat ja auch geklatscht. Die Politik hat von Wertschätzung gesprochen, hat eine Corona-Prämie in den Raum gestellt. Aber immer, wenn Corona ein bisschen verschwand, so, weil die Fallzahlen sanken, hat sich die Politik auch ganz heimlich so aus dem Staub gemacht. Mhm. Und das ist bis heute so geblieben. Ich meine, alle Maßnahmen hat man damit immer begründet, dass man das Gesundheitssystem und ganz speziell die Intensivstation nicht überlasten will. Aber was hat man bis heute gemacht? Gar nichts. Nichts. Null. Es war ja auch so, dass nach diesen ersten großen Hochzeiten ganz viele Pflegekräfte gesagt haben, das mache ich nicht nochmal. Genau, also viele haben den Beruf verlassen. Mhm. Und die den Beruf nicht verlassen haben, die haben einfach die Abteilung gewechselt. Die sind quasi von einer hochintensiven Intensivstation, also wo wirklich die Arbeitsbelastung hoch ist, zu einem Bereich gewechselt, der ein bisschen ruhiger ist, zum Beispiel Endoskopie, wo man Magen- und Darmspiegelung macht. Mhm. Oder sind von einem großen Haus der Maximalversorgung, also einer Riesenklinik, in so ein kleines, ich sag jetzt mal Waldkrankenhaus gegangen, was eben weniger Stationen hat, weniger Betten hat, wo natürlich da auch die Arbeitsbelastung ein bisschen weniger ist. Also die ganz intensiven Bereiche, wo wirklich eine Menge Manpower vorhanden sein muss, wurde immer geringer, also die Manpower da. Und das ist das große Problem. Nicht alle haben den Beruf komplett verlassen, aber die haben halt diesen Bereich verlassen. Mhm. Und das ist für uns echt. In der Zeitung und in den Medien haben wir immer ganz viel von dem Begriff Triage gesprochen. Ne? Kannst du einmal erklären, was der eigentlich heißt und wie du das erlebst? Also Triage ist außerhalb von Corona täglich im Krankenhaus, gerade in der Rettungsstelle. Wenn ein, ein Mensch mit einem Herzinfarkt in die Rettungsstelle kommt, und es gibt natürlich auch Menschen, ohne Witz, die kommen mit einem Mückenstich oder mit einer Zecke in die Rettungsstelle, dann wird triagiert, welcher Patient braucht jetzt zuerst die Hilfe. Und genauso auf der Intensivstation. Die Intensivstationen waren schon immer voll und wir brauchen schon immer Intensivbetten. Und manchmal ist es sogar so, genug Betten sind da, aber nicht genug Personal. Also kann man nur eine gewisse Anzahl der Betten betreuen. Und dann hat man immer einen sogenannten Joker-Patient. Und dieser Patient ist der Patient, der am gesündesten ist von allen, wo man es am ehesten in Kauf nehmen kann, ihn von der Intensivstation runter zu verlegen, obwohl er eigentlich noch da bleiben müsste, damit ein neuer Verkehrsunfall oder ein neuer Herzinfarkt seinen Platz dort findet. Ist ja eine Triage. Also wenn es dann immer heißt, wenn es dann zur Triage kommt, denkst du immer, es kommt immer zur Triage. Und immer. Wir müssen mit diesem Risiko müssen wir immer leben, ne? Also bei Corona war natürlich Triage, wurde ja immer gleichgesetzt mit, dass entschieden werden soll, wer lebt und wer stirbt, wer bekommt jetzt das Beatmungsgerät und wer nicht. Ne? Also das ist nochmal ein Unterschied. Wenn du auf diese Corona-Zeit guckst, du schreibst selber in deinem Buch, wir dürfen nicht anfangen, Menschen in Kategorien einzuteilen oder moralisch zu bewerten. Ne? Woran denkst du dabei? Also ich erlebe es oft außerhalb von Corona, dass zum Beispiel Menschen mit Alkoholproblem, also Alkoholiker, stigmatisiert werden, nach dem Motto, er wäre selber schuld. Also es gibt
so wie wahrscheinlich in jedem Beruf, immer Menschen, die so ein bisschen moralisch urteilen. Ne? Also er ist ja selber schuld oder es kommt ein dicker Patient, der ist jetzt vorkrank, der ist ja selber schuld, hat aber nicht so viel gegessen und so. Und das Ganze hat sich nochmal zugespitzt in Corona. Da ging es ja um geimpft und ungeimpft. Und ich finde einfach, dass wir im Krankenhaus jedem Menschen helfen müssen, unabhängig welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Hautfarbe oder welche politische Überzeugung dieser Mensch hat. Ein Krankenhaus muss ein Ort sein, wo jeder Mensch gleich behandelt wird, wo jeder Mensch die gleiche medizinische Betreuung bekommt. Und da muss es egal sein, ob der Mensch ein Alkoholproblem hat oder ob der Mensch geimpft oder ungeimpft ist. Und deswegen meinte ich, wir dürfen Menschen nicht in Kategorien einteilen. Und das ist ja in Corona wirklich sehr häufig so passiert. Hast du im Anschluss daran Angst, dass die Gesellschaft sich spaltet oder weiter spaltet noch? Ja, also ich habe ja durch meine Öffentlichkeitsarbeit viel erlebt, kriege auch viele Nachrichten und ich war vorher wahrscheinlich ein bisschen naiv, hätte nie gedacht, dass die Gesellschaft so tickt. Aber inwiefern? Wenn ich dann, inwiefern? Wenn du die Nachrichten kriegst, dass Corona Quatsch ist und dass die Anzahl der Menschen, die sterben, es nicht rechtfertigt, einen Lockdown zu machen. Oder jetzt zum Beispiel, wo der Krieg Ukraine kommt, kriege ich wieder Nachrichten von den gleichen Leuten, die mir vorher geschrieben haben, Corona alles Blödsinn, dass der Krieg Quatsch ist, alles Fake, man will uns nur von Corona ablenken. Also das ist immer so eine gewisse Gruppe von Menschen, die einen dann schreiben, aber die sind völlig out of order. Also da weiß man wahrscheinlich, was man dazu sagen soll. Ja? Du sagst es selber, du, durch deine Öffentlichkeitsarbeit so, also du bist eines dieser Gesichter der Pflege, ne, die in den letzten 2 Jahren ganz wichtige Stimmen waren für das Gewerk Pflege. Ne? Warum hast du damit angefangen? Und wie hast du damit angefangen? Na, die Arbeitsbedingungen haben mich schon immer gestört. Und genau der Punkt, wo sie denn die Masken geklaut haben, hat mich dann so auf die Palme gebracht, dass ich dann einfach bei Facebook mal meinen Ärger Luft gemacht habe. Hätte natürlich aber nie damit gerechnet, dass es so oft, das war ja über 200.000 Mal geteilt worden, dann kamen die Medien auf einen zu und das hat sich dann so entwickelt. Und da war ich auf einmal drin und dachte, jetzt nutze die Chance, die Aufmerksamkeit, die du hast und sprichst die Dinge unverblümt an, die angesprochen werden müssen. Was ist das Schlimmste, was passiert ist? Was mich sehr traurig und negativ stimmt, dass diese Anfeindungen. Und das Krasse ist, dass die meisten Anfeindungen aus der eigenen Berufsgruppe kommen. Also es sind Menschen, die haben dann so eine gewisse Erwartungshaltung, die mit wem darfst du reden, mit wem darfst du dich fotografieren lassen. Und solange du alles machst mit Nachteilen, solange du auch Shitstorm bekommst, ich wurde sogar von der Klinik gesperrt, solange ist für die Leute alles in Ordnung. Moment, du wurdest von der Klinik gesperrt? Ich wurde von der Klinik gesperrt. Was heißt das? Na, ich bin ja eine Zeitarbeitsmitarbeiter, also ich arbeite als Leiharbeiter. Und ich war 3 Jahre lang komplett in einer Klinik eingesetzt, habe mich da immer eingebracht, habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Und dann fing meine mediale Aufmerksamkeit an und die Klinik hat gesagt, du, wollen wir hier nicht, wir wollen hier niemanden haben, der öffentlich für die Pflege spricht. Und dann wurde meiner Firma mitgeteilt und auch mir, dass ich aus diesem Grund da nicht mehr arbeiten darf. Also nach 3 Jahren in Vollbeschäftigung bei denen, auch ausgeliehen, aber in Vollbeschäftigung, warst du so eine Art Nestbeschmutzer. Genau. Genau. Ja, weil die wollen halt nicht, dass die Pflege sich stark macht, weil es ja immer, Pflege kostet Geld und das Geld soll so niedrig wie möglich bleiben. Es gab natürlich Kliniken, die haben sich solidarisiert, die haben gesagt, Mensch, Ricardo, bei uns kannst du immer arbeiten. Und da trennt sich der Spreu vom Weizen, dann sieht man, welche Klinik wirklich daran interessiert ist, ja, Patienten und Personal ordentlich zu behandeln und welche eben nicht. Stimmt es nicht, dass du auch Briefe in deinem Briefkasten hattest oder sowas? Wie ist die Geschichte? Es gibt halt Menschen, die, ich bin ja persönlich jemand, der sehr tolerant ist zum Thema Impfen. Ne? Also ich würde jetzt mich nie hinstellen und sagen, du musst dich impfen lassen, habe ich auch noch nie gemacht. Habe mich auch gegen die impfliche Pflegekräfte ausgesprochen. Aber es gibt halt Menschen, sobald man das Thema Impfen in den Mund nimmt oder generell über Pflege spricht, die assoziieren das dann gleich mit, du bist, also ist jetzt, zitiere jetzt mal eine Systemhure, so wird mir immer gesagt. Und die packen dann einen Zettel im Briefkasten, auf denen dann steht, warum man sich nicht impfen lassen soll, dass die Impfung ja Müll und Gift wäre und warum ich mit meiner Reichweite das den Menschen nicht erzählen würde, weil ich müsste ja wissen, dass es ganz viele Impftote gibt und so. Ja, so eine Geschichte dann halt. Und ist das, da sagst du auch noch, das ist aber wert meiner Öffentlichkeit oder geht dir das zu weit? Ja, ich finde, es geht schon zu weit. Also mir ist bewusst, dass also jeder hat das Recht, mich scheiße zu finden, jeder hat das Recht, eine andere Meinung zu haben, aber niemand hat das Recht, mich zu Hause zu besuchen und mir da irgendwelche Zettel in den Briefkasten anonym zu stecken, teilweise auch mit Drohungen. Und das geht mir zu weit, aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Weil okay. Jetzt ist es so, wir erleben das erste Mal seit vielen Jahren einen Krieg auf europäischem Boden, einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber es ist so, dass medial jetzt natürlich viel Aufmerksamkeit auf der Kriegsberichterstattung ist. Das heißt, dass weniger Aufmerksamkeit auf den Corona-Zahlen gerade ist. Ne? Macht dir das Sorgen? Glaubst du, dass
weil es weniger Berichterstattung gibt, wir schon wieder in so einen Herbst rutschen, wo wir uns eigentlich nicht vorbereitet haben im Sommer? Wir werden auf jeden Fall in den Herbst rutschen, wo wir nicht vorbereitet sind. Das ist ja bis jetzt immer so gewesen, weil die Politik eben immer verpennt, etwas zu tun. Sie hat das Gesundheitssystem jahrelang kaputt gespart, fällt uns auf die Füße, hat die Bundeswehr jahrelang kaputt gespart, fällt uns auf die Füße. Nur jetzt werden ja da 100 Milliarden locker gemacht. Aber bleiben wir mal jetzt in der aktuellen Situation. Es kommen ja viele Flüchtlinge, die natürlich aus ihrem Land flüchten. Darunter sind viele Mütter, Ältere, Kranke. Viele werden psychologische Betreuung brauchen. Und auch das geht ja auf unser Gesundheitssystem. Und da fehlt ja dann auch wieder Personal. Also ich finde einfach, die Politik muss handeln. Und nicht erst im Herbst, nicht erst nächstes Jahr, sondern eigentlich schon gestern. Deswegen an Herbst denke ich noch gar nicht. Wir werden vorher noch viele Monate haben, die uns sehr beschäftigen. Und da mache ich mir eher Sorgen. Hm. Du hast jetzt sehr eindrücklich geschildert, was alles Missstände sind und so. Und ich habe trotzdem vollmundig gesagt, Krankenpfleger ist trotzdem dein Traumberuf. Ne? Was magst du denn gerne an dem Beruf? Also den Beruf mache ich sehr gerne, wenn denn die Bedingungen stimmen. Weil man ist ja in einem Beruf tätig, wo man Menschenleben rettet, wo man Menschen, die Hilfe benötigen, auch helfen kann. Ne, man hat das Gefühl, wenn die Bedingungen stimmen, man kommt nach Hause und hat etwas Gutes getan. Und das mal ist ja die eine romantische Seite, dann gibt es ja aber auch noch die praktische Seite. Man hat ja einen Beruf, der so vielseitig ist. Also ich könnte heute sagen, okay, Intensivstation gefällt mir nicht mehr, ich gehe mal in die Rettungsstelle oder ich gehe mal in den OP oder ich gehe in die Altenpflege. Man hat halt so viele Möglichkeiten, sich umzuschauen, man hat so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln. Und das ganze Gesamtpaket, finde ich, macht diesen Beruf so attraktiv. Und ich kann auch jeden raten, der Bock hat, frisch von der Schule kommt oder vielleicht sogar schon einen anderen Beruf hat, einfach zu uns zu kommen. Ist immer herzlich willkommen in unserem Team und ja, würde ich jedem empfehlen. Und ganz konkret, was muss sich ändern, damit der Beruf mehr Menschen wieder Spaß macht? Also das Thema Arbeitsbedingungen hatten wir ja schon, mehr Geld, bessere Dienstpläne, dass man auch mal ein Wochenende frei hat, dass man Zeit mit der Familie hat. Aber ich glaube, wir müssen schon in der Schule anfangen. In der Schule anfangen, den Kindern beizubringen, dass die Gesundheit eben unwiederbringlich ist, dass sie viel Wert hat. Und wenn wir dann in den Köpfen der Gesellschaft die Gesundheit wieder etablieren, dann haben wir nicht nur eine gesündere Gesellschaft, die weniger auf Krankenhäuser angewiesen ist, sondern dann ist es vielleicht auch wieder cool und hip, in so einem Beruf zu arbeiten. Also wir müssen ein Umdenken bei allen Menschen schaffen. In deinem Buch machst du ja ganz viele konkrete Vorschläge. Das ist der, der mich am meisten gecatcht hat. Gibt es andere Länder, weißt du das, gibt es Beispiele, wo du sagst, da läuft es schon viel besser? Also Dänemark zum Beispiel hat im Gesundheitswesen ist uns in einigen Punkten voraus. Die machen viel mehr für Prävention. Also da sind die Leute, bevor sie ins Altersheim kommen, viel länger zu Hause, wenn sie überhaupt ins Altersheim müssen, weil da eben viel mehr Wert auf Prävention gelegt wird. Und dort betreut zum Beispiel eine Intensivpflegekraft einen Patienten. Einen. Wow. Und somit ist natürlich für den Patienten mehr Zeit da. Und die Betreuung ist eine ganz andere. Und das Personal wird nicht so kaputt geschunden. Und bleibt natürlich dann auch länger im Beruf. Weil natürlich mehr Berufszufriedenheit, ne? Arbeitsbedingungen besser und so. Ja. Ich habe mal gelesen von dem, ich glaube, es war Island, das Beispiel aus Island. Da fängt es halt in den Schulen wirklich an. Und in jedem Klassenraum gibt es Sportgeräte. Ne? Weil dieses Ganze, wir sitzen 45 Minuten in so einer Unterrichtsstunde und bewegen uns eigentlich viel zu wenig und so. Das haben die da verstanden. Und die haben den, ich glaube, die Geschichte war so, dass sie den Index gesenkt haben von einem der adipösesten Länder, also mit Adipositas unter Kindern und Jugendlichen. Also Fettleibigkeit zu dem gesündesten Land in Europa. Ich glaube, das war so die Geschichte. Ne? Und da merkt man eben, das ist ein Erfolgsbeispiel. Da geht es in der Schule. So wichtig. Wir haben ja, wie sieht denn heute der Alltag der Kinder aus? Sie sitzen vor der Playstation, die sitzen vorm Fernseher, draußen spielen, so wie wir es wahrscheinlich noch früher kennen, gibt es ja gar nicht mehr. Und man muss sich ja nur mal die Frage stellen, ich selber habe jetzt keine Kinder, aber jeder, der Kinder hat, soll sich doch mal fragen, weiß mein Kind zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zu Hause zusammenklappe, ohnmächtig werde, wen rufe ich an, was sage ich? Weiß er die Adresse? Das sind ja Dinge, die müsste man schon in der Schule etablieren. Also ich habe sehr viel über Pythagoras gelernt und wie man irgendwelche Durchmesser von Kreisen ausrechnet. Ganz bestimmt sehr gut ein Gedicht bestimmen. Ja, genau, kann ich nicht mehr. Aber mir hätte es zum Beispiel sehr viel weitergebracht, wenn man zum Beispiel Reanimationskurse ab 7. Klasse etabliert und dass jeder Mensch in Deutschland erste Hilfe leisten kann, weil es ist, ich glaube, es gibt eine Studie zu, dass 10.000 Menschen im Jahr mehr gerettet werden könnten, wenn sich mehr Leute zutrauen würden, die Erste Hilfe zu machen, also Herzdruckmassage und so. 10.000 Menschen pro Jahr. Ja, also es geht früh los. Wir müssen jetzt anfangen, sowohl in der Schule mit der Aus- und Fortbildung. Gestern. Und wir müssen uns auch gestern einstellen, dass die Intensivstationen vermutlich wieder voller werden, weil die nächste Corona-Welle kommt und ein Krieg herrscht. Vielen Dank, dass du heute Morgen hier warst und dass du laut bist und dich stark machst für die Pflege. Denn genau das brauchen wir, denn wir brauchen am Ende alle die Pflege. Ne? Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.